Hallo, ich bin die Anna, die Mama von der Luisa und begrüße dich heute wieder zu einer Hormon-Yoga-Sequenz, die speziell auch wieder für die Eierstöcke ist und die Schilddrüse sowie die Hypophyse. Also eignet sich gut bei Schlafstörungen, schlechte Stimmung, einfach damit das ganze Wohlbefinden sich wieder etwas bessert oder man nicht zu nervös ist. Ich übe alleine heute, ohne der Luisa, da sie schwanger ist und in der Schwangerschaft sollte kein Hormon-Yoga geübt werden. Wir beginnen im Stehen mit unseren Aufwärmübungen. Falte hierzu deine Hände, nimm sie nach oben, dreh die Handfläche zur Decke. Beginn hier einatmen und mit der Ausatmung senken wir in unserer bekannten Bastrika-Atmung. Also einatmen. Dann halte die Arme oben. Bring sie einatmen wieder hoch und mit der Ausatmung beginne deinen Körper nach rechts zu senken. Mitte und mit der Ausatmung nach links. Und nimm nun die Hände gefalten in deinen Nacken. Beug deine Beine leicht und mit der Ausatmung beginne die rechte Hüfte nach oben zu schwingen. Und wieder Mitte und nun nach links. Und richte dich auf, löse deine Hände. Verschränk sie nun hinter dir am Rücken. Lass die Handfläche also mit Abstand und beginne auch hier mit der Einatmung die Arme zu heben und mit der Ausatmung die Arme zu senken. Ebenfalls 7 Bastrika-Atemzüge. Und dann löse. Komm nun in den breiten Hüftstand. Nimm dir auch gern ein Hilfsmittel zur Hand. Nimm einen Gurt zwischen deine Hände, die Finger zeigen nach hinten. Beug deine Knie, beug deinen Oberkörper und mit der Ausatmung streck deine Beine durch und die Arme gehen über den Kopf. Und beginne auch hier mit 7 Bastrika-Atemzügen. Und dann heb dich wieder mit gebeugten Knien. Leg dein Gurt zur Seite. Mach die Beine vielleicht noch einen kleinen Idee breiter. Und komm in die Hocke. Drück mit den Ellbogen deine Knie auseinander. Und beginne auch hier mit 7 Bastrika-Atemzüge. Und hier beginnen wir mit der ersten Energielenkung. Atme bequem ein, roll deine Zunge an den weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, Steiß zieht nach vorne oben und lass mit der Ausatmung die ganze Energie zu deinen Eierstöcken fließen. Dann atme begeben weiter, löse. Komm hier noch einmal in den Sitz und achte darauf, dass du eine rutschfeste Matte hast. Nimm die rechte Hand in die linke Hand auf Schulterhöhe. Atme dann hier bequem ein und mit der Ausatmung drehen wir uns nach rechts. Hier dürfen auch gern die Haare fliegen, also wenn du sie offen hast, hier dürfen die Haare fliegen. Dann wechsel die Hände, nimm die linke Hand in die rechte und mit der Ausatmung drehen wir uns nun nach links. Dann löse. Komm über die Knie in den Vierfüßerstand, richte dich hier gut ein,
Bring den kleinen Finger an den äußeren Mattenrand. Achte darauf, dass deine Handgelenksfalten parallel zum kurzen Mattenrand sind. Stülp deine Zehen um. Die Schultern sind oberhalb, also über der Handgelenke, und die Hüfte ist über den Knien. Und beginne hier mit Katze Kuh. Wir lassen mit der Einatmung, lass deinen Bauch sinken, und mit der Ausatmung beginnend vom Steiß, Wirbel für Wirbel, drück dich hoch in den Katzenbuckel, Wirbelsäule. Und wieder mit der Einatmung in das geführte Hohlkreuz. Steiß geht nach oben. Und mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Schulterblätter ziehen auseinander. Und mit der Einatmung wieder in das geführte Hohlkreuz. Wirbel für Wirbel. Hier bekommst du Beweglichkeit in deine Wirbelsäule. Mach sie geschmeidig für die darauffolgenden Übungen. Mit der Ausatmung Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, Schulterblätter ziehen auseinander, und mit der Einatmung lass dein Bauch sinken. Komm jetzt in der neutralen Position an, stülp die Zehen um, heb deine Knie und drück dich hoch in den ersten herabschauenden Hund und mit deinen Füßen beginne eine Gehbewegung auf der Stelle, sodass sich langsam deine Beinrückseite dehnt. Und mit der nächsten Einatmung zieh beide Fersen nach oben und mit der Ausatmung bring sie Richtung Matte und lass deine Arme gestreckt. Das Steiß zieht Richtung Decke, das Brustbein Richtung Boden. Achte darauf, dass dein Gewicht gleichmäßig auf Arme und Beine verteilt ist. Und lass hier jetzt drei Ujjayi-Atemzüge fließen. Das Rauschen vom Ozean, also diese verengte Stimmritze. Mit der nächsten Ausatmung konzentriere dich schon mal auf deine Eierstöcke. Komm nun in den Vierfüßerstand. Komm über die Knie zum Sitzen. Streck dein linkes Bein aus und der rechte Fuß ist aufgestellt neben deinem linken Knie. Umarme dein rechtes Knie liebevoll. Vom gestreckten Bein sind die Zehen gestreckt und schauen zur Decke, und mit aufrechtem Rücken beginne hier 7 Bhastrika-Atemzüge. Atme bequem ein, roll die Zunge in den weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, das Steiß zieht nach vorne oben, halte kurz. Und mit der Ausatmung löse und lass die ganze Energie zum rechten Eierstock fließen. Dann löse deine Hände, streck das rechte Bein aus, nimm den linken Fuß heran, setz ihn neben das Knie, neben das rechte, umarm dein linkes Knie, aufrechter Sitz. Vom gestreckten Bein sind die Zehen gestreckt nach oben und beginne auch hier mit 7 Bhastrika. Atme bequem ein, roll die Zunge an den weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, das Steiß zieht nach vorne oben, halten und löse und lass die ganze Energie zum linken Eierstock fließen. Bring nun das gestreckte Bein ein kleines Stück nach links aus der Mitte, nimm den rechten Fuß über das linke, den linken Fuß über das rechte Bein. Umarm mit der rechten Hand dein linkes Knie, roll die linke Schulter nach hinten, stell die Fingerkuppen auf, achte auf einen aufrechten Sitz und dass vom gestreckten die Beine, die Zehen nach oben schauen
und beginne auch hier mit 7 Bastrika. Atme bequem ein, roll die Zunge an den weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, das Steiß zieht nach vorne innen, halten, sodass sich die ganze Energie konzentriert. Lösen, lass die Energie zum linken Eierstock fließen. Dreh dich zurück zur Mitte, wechsel die Beine, streck dein linkes Bein leicht aus der Mitte und der rechte Fuß über das linke Bein, umarme dein rechtes Knie mit dem linken Arm, roll die rechte Schulter nach hinten, stell die Fingerkuppen auf und beginne auch hier im aufrechten Sitz. Die Zehen sind gestreckt nach oben mit 7 Bastrika. Atme bequem ein, Zunge rollt zum weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, Steiß zieht nach vorne oben und dann mit der Ausatmung löse und lass die Energie zum rechten Eierstock fließen. Dann dreh dich zurück zur Mitte, stell beide Beine auf und halte mit den Händen deine Knie und leg langsam Wirbel für Wirbel deinen Oberkörper ab. Bring deine Füße zum Po, sodass sich der Mittelfinger ungefähr deine Fersen berühren kann. Deine Beine sind parallel. Die Handflächen, die Arme sind gestreckt neben dem Körper, die Handflächen zeigen zum Boden. Und mit der nächsten Einatmung heb dein Becken und Wirbel für Wirbel der ganze Oberkörper hoch bis zu den Brustwirbeln. Und mit der Ausatmung senk wieder Wirbel für Wirbel. Und mit der Einatmung heb wieder vom Becken beginnend bis hoch zu den Brustwirbeln. Und mit der Ausatmung senk wieder von oben beginnend nach unten. Achte bei dieser Übung, dass wirklich deine Beine parallel bleiben und das Becken schön hochkommt Richtung Decke. Und mit der nächsten Einatmung heb nochmal dein Becken und Wirbel für Wirbel und halte es an der höchsten Position. Stütz dein Becken mit deinen Händen und beginne hier mit 7 Bastrika. Atme bequem ein, Zunge rollt zum weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, das Steiß zieht nach oben in, halten und mit der Ausatmung löse und lass die ganze Konzentration zu deiner Kehle und Schilddrüse fließen. Löse deine Hände, leg sie wieder neben dir ab und roll langsam Wirbel für Wirbel ab, bis das Becken am Boden liegt. Hier nochmal eine Energielenkung, atme nochmal bequem ein, die Zunge rollt zum weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, das Steiß zieht nach oben innen, halte die Energie und löse und lass mit der Ausatmung die Energie nochmal zur Schilddrüse und zu deiner Kehle fließen. Lass nun deine Beine für die nächste Übung nach vorne ausgleiten. Die Zehen sind gespreizt und zeigen zur Decke. Nimm nun deinen Kopf nach links, neige dein Kinn Richtung Brustbein und beginne auch hier mit 3 Ujjayi-Atemzüge, also dieses Rauschen des Ozeans, diese verengte Stimmritze. Dann atme bequem ein, nimm die Zunge an den weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, das Steiß zieht nach vorne oben und mit der Ausatmung löse und lass die Energie zur linken Seite der Schilddrüse fließen. Dann nimm deinen Kopf zur rechten Seite, neig das Kinn nach
rechts zum Brustbein und beginne auch hier mit 3 Ujjayi-Atemzüge. Dann atme bequem ein, roll deine Zunge an den weichen Gaumen, konzentriere dich auf deine Nasenspitze, das Steiß zieht nach vorne innen und mit der Ausatmung löse und lass die Energie zur rechten Schilddrüsenklappen fließen. Dann dreh deinen Kopf zur Mitte, nimm deine Hände verschränkt in den Nacken und leg den Kopf bequem rein, sodass das Kinn Richtung Brustbein zeigt, aber dass es sich noch bequem für dich anfühlt, und beginne auch hier mit 3 Ujjayi-Atemzüge. Löse, atme bequem ein. Roll die Zunge an den weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, das Steiß zieht nach vorne innen und mit der Ausatmung löse und lass die Energie zur Schilddrüse fließen. Dann leg deinen Kopf sanft ab, löse deine Hände. Die nächsten Übungen sind im Schulterstand. Sind speziell für die Hypophyse. Achte darauf, dass dein Zopf dich nicht drückt, dass du bequem im Nacken bist. Und nimm deine Knie, zieh sie heran. Die Arme sind neben deinem Körper gestreckt. Dann bring die Beine gestreckt nach vorne und nun führ sie nach oben und stütz mit den Händen dein Becken. Halte Kopf und Nacken gerade. Und in dieser Umkehrhaltung beginnen wir auch die nächsten Übungen und jeweils mit der Bastrika-Atmung. Das heißt, wir beginnen so, dass die Füße mal point, mal flex sind, abwechselnd. Und mit dem ersten Einatmen ziehen wir den linken Fuß heran und der rechte geht in die Point-Streckung. 7 Bastrika-Atemzüge. Und dann atme bequem ein, roll die Zunge zum weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, das Steiß zieht nach innen, halte und mit der Ausatmung löse und lass die Energie über die Schilddrüse bis zur Hypophyse fließen. Die Hypophyse befindet sich im oberen Drittel des Kopfes, also im Gehirn. Nun beginnen wir mit der Einatmung und ziehen den rechten Fuß zuerst heran. Und atme bequem ein, Zunge rollt zum weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, der Steiß zieht nach innen, konzentriere die ganze Energie und löse mit der Ausatmung, lass sie über die Schilddrüse bis zur Hypophyse fließen. Beug nun das linke Bein, setz den Fuß am rechten Knie auf und lass das rechte Bein nach hinten sinken. Das linke Knie geht leicht zur Seite Richtung Wange, Ohr und beginne in dieser Stellung mit 7 Bastrika. Lass atme bequem ein. Roll die Zunge zum weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, das Steiß zieht nach innen und mit der Ausatmung löse und lass die Energie über die Schilddrüse zur Hypophyse fließen. Dann löse den linken Fuß vom Knie, streck das linke Bein, zieh das rechte Bein heran, setz den Fuß auf das linke Knie. Und das linke Bein geht gestreckt nach hinten. Das rechte Knie wandert neben der Wange Richtung Ohr. Und beginne auch hier mit 7 Bastrika.
Atme bequem ein, roll die Zunge zum weichen Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze. Zieh dein Steiß nach innen, konzentriere die Energie und mit der Ausatmung löse und lass die Energie über die Schilddrüse bis zur Hypophyse gleiten. Dann löse das Bein und bring die Beine gestreckt, zieh sie an, löse die Hände und roll langsam Wirbel für Wirbel ab. Wenn die Knie auf Herzhöhe sind, heb auch den Kopf, sodass keine Spannung im Nacken entsteht. Und setz deine Füße mattenbreit auf, leg deinen Kopf und nimm die Arme in Kaktushaltung, in U-Haltung neben dich. Und mit der nächsten Ausatmung lass dein rechtes Knie zum linken Knöchel sinken. Und mit der Einatmung hebe es. Und mit der nächsten Ausatmung lass dein linkes Knie zum rechten Knöchel sinken. Und wieder rechtes Knie zum linken Knöchel, sodass sich dein ganzer unterer Bereich entspannen kann. Dann bleib in der Mitte und lass deine Beine ausgleiten, bequem nach vorne. Nimm deine Hände aneinander, reib sie 36 Mal, bis sie ganz, ganz warm und heiß werden. Und dann leg deine Hände auf deinen Unterleib, auf deine Eierstöcke, schließ die Augen. Und spür nun nach, wie eine warme Energiequelle, ein Licht vom linken Eierstock nach oben wandert, über die Schilddrüse zur Hypophyse und atme hier aus. Lass das Licht verströmen, atme wieder ein und lass die ganze Energie über rechte Seite von der Schilddrüse, rechter Eierstock, über das rechte Bein nach außen gleiten. Und mit der Einatmung konzentriere dich wieder auf die Energie, lass sie rechts hochsteigen, über die Schilddrüse bis zur Hypophyse und atme hier aus, lass sich das Licht verbreiten, atme wieder ein und lass das warme Licht über links ausatmen, nach unten fließen bis zum Eierstock und linkes Bein. Und atme auch hier links wieder ein, lass die Energie nach oben steigen, über die linke Eierstöcke, linke Schilddrüse bis hoch zu Hypophyse. Und atme aus, lass das Licht ausbreiten. Atme ein und atme über die rechte Seite aus. Und atme noch einmal über rechts ein, lass die Energie hochsteigen. Über die Eierstöcke und Schilddrüse bis zur Hypophyse und atme aus, lass das Licht sich ausbreiten. Atme hier wieder ein und lass es ein letztes Mal über linke Schilddrüse, Eierstöcke und links ausgleiten. Das war eine harmonisierende Energielenkung. Löse nun die Hände, nimm sie bequem neben deinen Körper, deck dich vielleicht zu und komm im Shavasana an, in die Endentspannung. Ich werde mich schon von dir verabschieden und wünsche dir einen schönen Tag und war schön, dich heute hier wieder zu treffen. Vielen Dank und Namaste.